Wieso ich mein Verfahren, unter Wasser zu bleiben, nicht beschreibe? Wegen der bösen Natur der Menschen, die sonst Morde auf dem Meeresgrunde begehen würden. Leonardo da Vinci. Stiegen wir aus der geheimnisvollen Tiefe des Meeres hoch, rotgesichtig wie die Urbarbaren und von stechenden Bartstoppeln umglänzt. Erschreckend hell das Weiß unserer Augen, tacitäisch. Tacitus, der Römer, berichtete von den Germanen, dass manche die Gabe hatten, durch ihren Blick den Gegner einzuschüchtern. Max Valentiner heißt der Urbarbar, den wir zitieren. Aber die Engländer sprachen später von den Huns. Der Hunne Max Valentiner hat als U-Boot-Kommandant 154 Schiffe vernichtet. In den Charts des Schiffeversenkens platzierte er sich damit nur an dritter Stelle. Augen eines U-Boot-Oktopus mit Scheibenwischern. Turmfenster von den Beefs, den Engländern Deadlights genannt. Welch treffender Ausdruck. Aber blickt der Tod hinein oder schaut er heraus? Eine stählerne Spindel aus Metallringen verschweißt, von einer Blechhaut umhüllt, also doppelwandig. Innen bargen sich der kriegerische Mensch und die kriegswichtigen technischen Organe. Die Röhre, ausgefüllt mit Fachgebieten auf engstem Raum, Elektrotechnik, Hydraulik, Chemie, Wärme- und Kältetechnik, also Tropfsteinhöhle, Sauna und Kältekammer zugleich. Solche ersten Tauchboote boten kerkerhafte Kampfbedingungen für das neuartige Kriegshandwerk unter Wasser. Kondenswassertropfen, der Ersatz für die ohnehin kaum mögliche Katzenwäsche im Unterwasserkampftank. Das Klo neben den Torpedos, Missiles im Boot, sorgte für eine der Komponenten des U-Boot-Äthers, der, als Mief beschrieben, eine Verharmlosung ist. Öldunst als fettige Schmiere, schweflig gasende Akkumulatoren besorgten das bleierne Einschlafen. Dazu kam einseitige vitaminarme Ernährung. Schimmelbildung auf Kartoffel, Brot, Käse und Wurst. Nahrung einlöten, hieß die Devise, aber auch die Dosen rosteten schnell. Noch keine Submarine-Psychiater haben im Ersten Weltkrieg geforscht am tauchenden Menschen. Warum sind die eigentlich nicht verrückt geworden? Doch ein Marinearzt hat unter Wasser geforscht. Erhöhter Eiweißstoffwechsel durch Übererregbarkeit des Nervensystems, Bluteindickung, Überladung an Kohlensäure, Sträuben der Haare. Überempfindlichkeit gegen Geräusche. Ein Mann wird wegen unmilitärischen Verhaltens zur Rede gestellt, wird plötzlich hochrot, bekommt Glotzaugen und stürzt unter Krämpfen hin. Das erste Unterseeboot seiner Majestät, SMU-1, in Kiel gebaut, auf Krupps Werft, 1906 in Dienst gestellt. Krupp und der Kaiser liebten Großkampfschiffe, schwimmende Festungen, Stahlzitadellen. Des Kaisers liebstes Kind, das Spielzeug des Allerhöchsten, an dem Krupp blendend verdienen konnte. Aber der Kaiser wollte mit U-Booten partout nicht spielen, auch fand sie sein Admiral einfach blind. Zur Strategie der neuen Waffe formuliert ein englischer Admiral, dass sie eine hinterlistige, unfaire und verdammt unenglische Waffe sei. Ein anderer sieht: Das Bestechende ist die Idee, sich ungesehen dem Feinde zu nähern, mit einem kleinen Fahrzeuge das größte Schlachtschiff vernichten zu können. Formalausbildung in U1, um U1 und um U1 herum. Der Torpedo, angetrieben durch Pressluft. Sein Sprengkopf strudelte auf zwei gegenläufigen Schrauben Richtung stabil auf sein Opfer zu. Hightech der damaligen Zeit, denn er musste nicht nur Richtung halten, auch die eingestellte Tiefe seiner Laufbahn musste präzise eingehalten werden. U1 geht jetzt nicht etwa auf hohe See. Es schippert in die deutsche Bucht und taucht mal vorsichtig ab.
3 bis 5 Minuten dauerte anfangs der Eintritt in eine Tiefe von 30 Meter. Fast jeder Hobbytaucher geht heute tiefer. Doch die Ingenieure fürchteten um die Standfestigkeit der Schweißnähte und Nieten. TÜV geprüft? Kielerwoche, Juni 1914. Großes maritimes gesellschaftliches Ereignis. Der englische Flottenverband ist zu Gast. Mors zum Abschied in der Signalgebung der Zeit. Friends today, friends in future, friends forever. Der österreichische Thronfolger ermordet in Sarajevo. Auch U-Boote machen mobil gen Helgoland. Und nun beginnt ein radikal neues Kapitel maritimer Seekriegsstrategie. Welche Seite hatte realistisch-taktische Szenarien? Sandkastenspiele unterm Wasserspiegel auf dem Meeresgrund? Ist das U-Boot ein amüsanter Putzer und Pilotfisch, von den Schlachtschiffen geduldet? Auf Helgoland sind die Offiziere der U-Halbflottille beisammen, auch der Kommandant von U-9, Otto Weddigen. Im Westen ging an einem brandroten Himmel die Sonne unter. Weddigen, die Welt scheint ganz in Blut getaucht. England hat uns den Krieg erklärt. Die Submarines lauerten, meist getaucht, vor Helgoland, in der deutschen Bucht. Die britische Admiralität sah in den kleinen Tauchbooten vor allem den Sinn einer Coastal Defense, dem Schutz der eigenen Häfen, aber auch der Unterwasserwache vor den deutschen Häfen. Lauerstellung unter Wasser in den Jagdgebieten deutscher U-Boote. Für den häufigeren Unterwassereinsatz schien ihre Technik, ihr Design besser ausgelegt. Zitat: Tödliche Monotonie erfasste uns auf unseren Kriegspatrouillen. Doch wir waren die Augen der Flotte, suchten und warteten auf deutsche Schlachtschiffe oder ein U-Boot, das durch unser Revier schnürt. Die U-Boote liefen aus, um englische Flotteneinheiten zu finden, zu melden, als Lockvögel zu deutschen Schlachtschiffen hinüberzuziehen. Das freilich ist nie gelungen. Erste Aktion: von den White Cliffs of Dover bis hin zu den Orkney-Inseln. Im hohen Nordsee-Norden bildeten 10 von insgesamt 18 Booten einen Bogen von 65 Kilometer Sehnenlänge. Ein U-Boot verschwand spurlos. Im Minenfeld? Ein zweites griff 3 britische Schlachtschiffe mit Torpedos an, verfehlte aber jedes Ziel. Mit Maschinenschaden aufgetaucht, gerammt als federleichte Beute vom Kreuzer Birmingham. Kein einziges Schiff versenkt. Ein Fünftel der vorhandenen Boote verloren. Durch den Nordostsee-Kaiser-Wilhelm-Kanal getauften, strategisch wichtigen Binnenwasserweg wechselten Kriegsschiffe wie U-Boote aus ihren Stützpunkten Wilhelmskux oder Bremerhaven in die Kieler Bucht in die Ostsee, die durch Häfen wie Warnemünde, Stralsund, Rostock, Wolgast, Swine und Peenemünde ein leicht zu beherrschendes Binnenmeer schienen. Doch die Ostsee, von den Briten Baltic Sea genannt, bekam durch ein britisches Boot und seinen Kommandanten eine neue Bezeichnung. Ostsee, Horton Sea. So kündet die Firma von Max Horton, dem englischen Submarinehelden. Doch gehen wir über zur ersten sagenhaften Tat des Unterwasserschiffs mit der Chiffre U9. Sein Kommandant Otto Weddigen erhält den Auslaufbefehl. Ganz geheim, größerer Truppentransport findet statt nach Ostende. Angreifen alle Kriegs- und Transportschiffe. Weddigen, schon in Friedenszeiten einer der besten Torpedoschützen. Er vernichtete 3 Schlachtschiffe, allerdings im Manöver. U9 kämpft gegen schwere Dünung und einen defekten Kreiselkompass. Seekrank, spöttelt die Besatzung. Wellen schlagen auf den tief im Wasser liegenden Bootskörper. Weddigen befiehlt Unterwassermarschfahrt. Im Morgengrauen entdeckt Otto Weddigen eine schmale Maststange, die über die Kimm wandert. Sein Auge ist nun ein Periskop mit 6-facher Vergrößerung, in der Gefahr zu beschlagen. Aber Otto war bereit, zuzuschlagen. Freudig erregt erkennt er 3 Kreuzer der Birmingham-Klasse. Rache für U15. U9 zeigt das Periskop nur für Sekunden. Der Tod reitet auf einem Torpedo 500 Meter hinüber. Mit einem Mal hörten wir einen entfernten, dumpfen Schlag, gefolgt von einem hellen Klirren. Unten im Boot wurde Hurra gerufen. "35 Minuten später 2 Torpedos auf den 2. Kreuzer, der dem Todgeweihten ahnungslos Hilfe leistet.
Oben retten sie, unten im Druckkörper rennen und hasten sie, um Torpedos nachzuladen in drangvoller, stickiger Enge für den dritten Streich. Und der trifft auch noch in die Munitionskammer. Dennoch will das Schiff nicht sinken. Sorgfältig schickt Weddigen den sechsten und letzten Torpedo. Ein Gnadenstoß. Aufgewühlt. Weddigen ließ Besatzungsmitglieder durchs Periskop gucken, suchten wir durch Schimpfen auf die Engländer den menschlich unangenehmen Eindruck zu verwischen, den auf uns die Schiffstrümmer machten, an die sich Ertrinkende anklammerten. Periskop, Peepshow. Dann läuft U9 ab. Die Besatzung ist erschöpft, die Akkumulatoren auch. Und auch der britische Seemann Wenham Wykeham Musgrave. Dreimal torpediert, dreimal im Wasser, dreimal gerettet. Drei Kreuzer, 36.000 Tonnen, 1.460 Mann umgekommen. Von U9 zu E9, dem englischen Counterpart. Max Horton, eines der Eyes of the Fleet, äugte angestrengt aus, meist auf Seerohrtiefe, um aus dem Unterhalt zu erlegen, wie Weddigen. Südlich von Helgoland trifft er auf den alten Kreuzer Hela und trifft ihn mittschiffs. Begeistert beschreibt er den Blattschuss auf einen deutschen Zerstörer. Wieselflinke Überwasserjäger, gefährliche U-Boot-Killer. Einen Zerstörer zu treffen, dazu braucht es eine gehörige Portion Glück. Er bäumte sich prachtvoll auf. Nach 5 Minuten starren nur noch wenige Fuß seines Bugs aus der Wasseroberfläche. Otto Weddigen war nun ein Held. Ein schier lächerlich kleines Tauchboot hatte der britischen Flotte innerhalb einer Stunde mehr Schaden zugefügt als die gesamte deutsche Hochseeflotte. Weddigen erhielt eiserne Kreuze, aber auch Nippes und Kriegskitsch bemächtigten sich seiner. In einem frühen Comic, noch ohne Sprechblasen, wird er zum Unterwasser-Superman. Ott Weddigen heißt der Kapitän, U9 sein schlankes Boot, und prasselnd lässt er im Sturme wehen die Flagge, schwarz-weiß-rot. Torpedo fertig, so und los, ihr Kreuzer, hier herrschen wir. Und ein krachender Schlag, ein donnernder Stoß, dann sank der Abukir. Frühmorgens war's, sie tauchten empor bei Hug der sandigen Bank. Aus ihren Herzen brach's hervor als Jubel und als Dank. Unser Held verstaucht sich den Fuß und muss pausieren, übernimmt ein Boot, dessen Führer, so wird gemunkelt, wegen einer Nervenpanne abgelöst werden musste. Das letzte Dokument. Der Ordensritter schleppt Rettungsboote eines versenkten Handelsschiffs in Landnähe. Letzte Fotografien. Als Rauchwolken englischer Schlachtschiffe gemeldet werden, ist Otto sofort im Jagdfieber. Otto hat die Chance zur Unsterblichkeit. Otto greift an, ist er tollkühn, verrückt, übermütig durch den gelungenen Hattrick. Der Torpedo verfehlt knapp sein Ziel. Und die Kriegsschiffe entdecken sein Seerohr. Dreadnought, das Dickschiff, das nichts fürchtet, dieser Fürchtenix, hält mit aller Kraft auf das entdeckte U-Boot zu. Der alte Fuchs schlägt unter Wasserhaken. Doch der eiserne Körper reagiert nicht. Tiefen Ruderversagen. Dreadnought durchschneidet den U-Boot-Leib wie einen Brotleib. Nun ranken sich Mythen. Viking, du Kühner, wo ist dein Grab? Wo sank dein grüner Lorbeer hinab? Wo ist die Stätte vom Bogen Schnee verweht? Dein Bette tief unter der See. Das Kaiserreich trauert. Unter Wasser waren die Augen der Jäger die Periskope. Aber dann, über Wasser, starrten sie unablässig in den Rundhorizont. Der Turm, der Hochsitz. Der tiefliegende Bootskörper war eingeschmolzen in die Oberfläche der See wie ein Wal, dessen gelegentliches Auftauchen der Harpunier beobachten muss. Lauert nicht irgendwo in den Wellenkämmen ein Stielauge? Zahlreich die Fälle, in denen säumige Turmwächter die tödliche Blasenspur auf sich zustrudeln sahen. Zu spät. U-Boote rollen und schlingern nicht, sie machen eckige und schnelle Bewegungen wie Stehaufmännchen. Schilderung eines Kommandanten. Spiegel, glatte See, das ungünstigste Kampffeld, verräterisch die Blasenspur des Periskops. Wenn sich aber die Struktur der Wasseroberfläche unruhig brach, kabbelte und kräuselte, war das Periskop kaum auszumachen. Bis Januar 1915 hatten die deutschen U-Boote zwar 10 Kriegsschiffe, aber lediglich 10 Handelsschiffe versenkt. Nach den völkerrechtlich vereinbarten Regeln der Prisenordnung. Ein Kommandant macht sich Luft über diese umständliche Prozedur des Schiffeversenkens im humanen Maßstab.
70 Verordnungen musste man im Kopf haben. Aufgetaucht ist das U-Boot leicht verletzlich. Bald waren die Handelsschiffe bewaffnet und ein Treffer in den Druckkörper das Aus. Unser Opfer neigte sich majestätisch, versank wie ein sterbender Schwan. Für ein Seemannsauge ein tragischer Anblick. Die U-Boote begannen sich zu bewaffnen für den Angriff und den Coup de Grâce über Wasser. Die deutsche Regierung befahl erstmals die warnungslose Versenkung feindlicher Handelsschiffe im Sperrgebiet um England. In wenigen Monaten bewiesen die U-Boote mit 1 Million versenkter Handelsschiffstonnage, welche wirksame Waffe sie waren, rigoros und rücksichtslos eingesetzt. Aber die Deutschen bezahlten mit dem Ruf, eine barbarische Nation zu sein. Deutschland eine wahnsinnige, in die Ecke gedrängte Bestie. Heftig umstritten war der uneingeschränkte Einsatz der U-Boot-Waffe zwischen Politik und Marine. Einmal ließ man die U-Boote wie gefährliche Hunde von der Leine, dann pfiff man sie wieder zurück. Das U-Boot, der Knüppel des armen Mannes, zeigte seine Wirkung. Aber nicht humane, sondern politische Rücksichten bremsten immer wieder den hemmungslosen Einsatz der neuen Waffe. Aber konnte man eine maritime Weltmacht, deren Handelsflotte fast die Hälfte der gesamten Handelsschiffstonnage der Weltmeere ausmachte, mit U-Booten bezwingen? Bezwingt den Kaiser und seine U-Boote. Der Sieg hängt davon ab, woran es euch zuerst mangelt. An Nahrung oder Furcht. Esst weniger Brot. Freilich, englischen Rennpferden hat es während des ganzen Krieges an Hafer nie gemangelt. Zeichnet Kriegsanleihen. Der strategische Wunschtraum, England durch U-Boote zu isolieren, es auszuhungern. Diesen Albtraum hatte ein englischer Schriftsteller schon 1914 formuliert, Sir Arthur Conan Doyle. U-8 geht verloren. Der Kommandant heißt Stoß. Zwar durchtaucht er in der Straße von Dover glückhaft die lauernden Teufelseier, wird aber von einem Zerstörer entdeckt. Er sucht die Rettung in der Tiefe. Auszug aus dem Kriegstagebuch. Eine heftige Explosion erschüttert das Schiff. Starke Wassermassen drangen ein. Als U-8 vorderlastig sinkt, ließ sich Pressluft geben. Das Boot schoss in die Höhe. Sofort traf ein Geschoss den Turm. Das Schicksal von U-8 erzählen wir eigentlich nur deshalb, weil wir dieses sensationelle Foto aus dem März des Jahres 1915 zeigen können. Die Besatzung ergibt sich auf dem Bootsdeck. Keine Kugeln fliegen. Aber das wird sich bald ändern. Trotz dieses totalen Erfolges gegen das kleine Tauchboot begann die Angst, über Wasser umzugehen. Die Technikmaus David gegen Dreadnought zwang Politiker und Militärs, die Rolle der Grand Fleet der englischen Hochseeflotte neu zu definieren, Abwehrstrategien gegen die Wunderwaffe zu entwickeln. Die britischen Stahlzitadellen flohen in den hohen Norden, in den Naturhafen von Scapa Flow, der Orkney Islands. 1915 waren diese Sounds, die stark durchströmten Eingänge, noch nicht geschützt durch versenkte Blockschiffe, U-Boot-Netzsperren mit eingeflochtenen Minen. Der englische Admiral Jellicoe konnte über dem Gedanken nicht mehr ruhig schlafen, dass ein U-Boot hereinschleichen könnte und seine herrlichen Schiffe attackierte. Die Konsequenz dieser düsteren Lageeinschätzung zog Winston Churchill. The Grand Fleet could find no resting place except at sea. Dass die Flotte nur auf hoher See ihre Ruhe finden könnte. Und diese Flotte wurde dann zur Fleet in Being, ein berühmter Begriff. Allein in ihrem Vorhandensein liegt das Potenzial einer ständig verfügbaren Bedrohung. Frühe U-Boot-Hysterie in Scapa. Plötzlich feuern Schiffsgeschütze, ein toter Wal schwimmt auf. The cat was well and truly among the pigeons. Die Katze also war schon mitten im Taubenschwarm. Und diese Katze kam angeschlichen und hieß U-18. Der Kommandant von Hennig. Doch als er den Hoxha-Sound durchtauchte, war das Nest leer. The fleet was gone. Die paar Patrouillenboote und Zerstörer waren dem U-Boot-Kommandanten den Torpedoschuss nicht wert. Immerhin kostet der Hightech-Killer so um die 25.000 Reichsmark. Man ist ja kostenbewusst.
Diskret wollte er sich verabschieden, als plötzlich die Tauchtechnik verrückt spielte. Und dann, kurz unter der Wasseroberfläche, erhielt der Bootskörper überraschend einen Schlag. Er kippte, hielt aber dicht. Der Zerstörer Gary hatte das Hauptperiskop wegrasiert. In 20 Meter Tiefe versucht U-18 auf leisen Pfoten, aber halbblind, sich wegzuschleichen. Doch als der Antrieb für die Tiefensteuerung versagt, beginnt der Kampf ums Überleben. Wie im Fahrstuhl ging es in die Tiefe. Die Besatzung jagte nach vorne, nach hinten, lebende Trimmgewichte. Das Boot sank und stieg wie ein toll gewordener Wasserteufel. Der Kommandant lässt sämtliche Pressluft in die Tanks zischen. Doch was erwartet sie da oben? Die Männer sangen Deutschland, Deutschland über alles. Unter dem üblichen dreifachen Hurra versank U-18. Nur einer ging im Wasserschwimmen verloren. Und das ausgerechnet durch einen Kampf. Das Wesen der U-Boot-Waffe war der Torpedo. Der Ruhm des ersten scharfen Torpedoschusses der Weltgeschichte von einem U-Boot aus gebührt Otto Hersing. 5. September 1914. Bange Frage, was würde passieren, wenn der Sprengkopf nahe am Boot explodieren würde? Und dann traf er auch noch in die Munitionskammer seines Opfers, Kreuzer Pathfinder. Da erbebte die Welt. Eine grauenvolle, unvorstellbare Detonation warf das Boot wie einen Ball. Boot unbeschädigt, Pathfinder zerplatzt und sinkt in 3,5 Minuten. Von 350 Besatzungsmitgliedern 11 lebend geborgen. Den Atlantik überflog Charles Lindbergh in seiner kleinen Maschine erst 1927. Die Massentransporte über den großen Teich besorgten schnell und sicher große Passagierdampfer, von der Tragödie der Titanic abgesehen. Auch die Lusitania sollte unsinkbar sein, durch Schotten, einen Doppelboden. Das Schiff der englischen Reederei fährt von New York zurück nach Liverpool. Doch die deutsche Botschaft warnt die Passagiere in einer Zeitungsanzeige. Dass Reisende, die in dieser Kriegszone unter britischer Flagge transportiert werden, dies auf eigenes Risiko tun. Die Lusitania verließ mit 1257 Passagieren den Hafen von New York. Walter Schwieger, Kommandant von U-20, ist auf erfolgreicher Jagd südlich von Irland. Gern hört er die Operette Rose von Stambul. Kurzem hat er einen Transporter mit 100.000 Hammeln versenkt und wird nun scherzhaft Hammeltöter genannt. Der nächste Torpedo zerfetzt einen Dampfer in einer ungeheuren Detonation in Atome. Jedes menschliche Wesen muss in wenigen Sekunden vernichtet worden sein. Dieser Schwieger scheint ein deutscher Gemütsmensch zu sein. Als er an einem 24. Dezember den Befehl zum sofortigen Auslaufen bekommt, legt er U-20 auf den Meeresboden und feiert mit seiner Besatzung erst einmal Weihnachten. Die elektrischen Birnchen des Weihnachtsbäumchens werden aus den Akkumulatoren der Kriegsmaschine voltaisch ernährt. Das ganze Boot duftet weihnachtlich. Schwieger spricht vom Sieg des Vaterlandes. Am 7. Mai 1915 erlegt Schwieger auf 700 Meter Abstand das Passagierschiff Lusitania südlich des Old Head of Kinsale. Nach 18 Minuten sank das Heck mit einem donnernden Brüllen. 1.198 Menschen, davon 94 Kinder, darunter 35 Kleinkinder, getötet. Vor allem aber 120 amerikanische Staatsbürger. Heute wissen wir, dass der Passagierdampfer völkerrechtswidrig Munition und Sprengstoff mitführte und dass der britischen Admiralität der Standort von U-20 bekannt war. Geopferter Joker für den Kriegseintritt der USA? Die hunnischen Piraten haben im Namen der deutschen Kultur die ganze Skala der Barbarei ausgeschöpft. In aller Stille ereignet sich 3 Wochen später ein im Prinzip gleicher Fall. Ort der Barbarei, das Marmara-Meer. Name des Mörders, Martin Dunbar-Naismith. Auf einem türkischen Transportschiff sieht er Soldaten. Sein Torpedo fehlt oder versagt. Aber darüber ist er glücklich, als er beim Nachschauen Frauen und Kinder an Bord entdeckt.
Menschenverluste im Krieg sind selbstverständlich legal, solange Soldaten hingeschlachtet werden. Das Sinken des österreichischen Kriegsschiffs St. Estwan. Die Tötung von Zivilpersonen, ist das wirklich immer ein Kriegsverbrechen? Walter Schwieger, ein Mörder, Otto Weddigen, ein Held, Martin Naismith, ein durch Technikversagen moralisch entsorgter, verhinderter Killer. Schwieger hat sich unfreiwillig dem ihm nach dem verlorenen Krieg drohenden Henkerstrick der Sieger entzogen. Sein Sarg trägt die Chiffren 88 auf dem Grund der Ostsee. Die Grand Fleet und die deutsche Hochseeflotte scheuten nach der Schlacht am Skagerrak einen weiteren Aufeinanderprall der schwimmenden Giganten. Die Szenen zeigen Singen, Tanzen, Turnen. Die Hochseeflotte lag untätig in den Häfen. Deshalb meldeten sich besonders pflichtbewusste Offiziere freiwillig zum Dienst auf U-Booten. Böcklin hat das Ägäische Meer gemalt. Deshalb habe ich mein Boot blau angestrichen. Der Kommandant Max Valentiner torpedierte sich 1915 zum erfolgreichsten U-Boot-Jäger in den Gewässern um England. Als aber der warnungslose Vernichtungsschuss untersagt wurde, wollte Maxe ins Mittelmeer. Er garantiert der Admiralität 50.000 Tonnen versenkte Schiffstonnage schon bei der Anreise. Doch hier musste er erst einmal durch. Die Enge von Gibraltar, Pforte zwischen Europa und Afrika, Mittelmeer und Atlantik. Valentiner preschte hier über Wasser mit voller Maschinenkraft durch. Seine Dieselabgase wie die Wölkchen, die sich dort wettertypisch bilden. 230 Jahre sitzt der Tommy hier auf diesem Felsen und spielt den Pförtner, erregt sich ein anderer U-Boot-Kommandant. Hier war eine Lebensader unserer Feinde. Australisches Gemüse, indische Baumwolle, alle Gewürze des Orients suchten hier ihren Weg vorbei zu den britischen Inseln. Kohlen, Metall, Munition gingen von allen Ufern des Atlantischen Ozeans nach Osten. Wer diese Lebensader unterbinden konnte, der wäre wirklich an der Gurgel des Feindes gewesen. Zu Hause in Deutschland spürten sie schon die Auswirkungen der englischen Blockade. Die U-Boot-Fahrer mussten durch die stark gesicherte Straße, von Zerstörern kontrolliert, durch Scheinwerfer ausgeleuchtet. Der Lichtkegel fasste damals schon das afrikanische Ufer. Das Tauchboot Ass, das mit dem ersten scharfen Torpedoschuss der Submarine-Geschichte, wurde ausgeschickt, dem neuen türkischen Waffenbruder beizutauchen, um die Dardanellen, um Istanbul, gegen die granatenspuckenden englischen und französischen Schlachtschiffe unter Wasser zu verteidigen. Mit einer Breitseite eines Schlachtschiffs jaulten bis zu 2000 Kilogramm Stahl auf die türkischen Landstellungen, um dort in viele tausend glühende Metallteile zu zerplatzen. Herr Singh, exzellent erfahren im U-Boot-Handling, manövriert stundenlang unter Wasser vor der undurchdringlich erscheinenden Phalanx der Schlachtschiffe, beschützt durch Zerstörer und viele Hilfsschiffe. 12 Uhr mittags, High Noon, von Zerstörern entdeckt, löst er den Torpedo im Abstand von nur 200 Metern. Im Sinken noch richtet das Battleship die Geschützrohre auf das Periskop und unter dem verschwindenden Schiffsriesen taucht er durch, um sich zu retten. Der erste Streich traf die Triumph, der zweite die Majestic, die nun ganz unmajestätisch kieloben liegt. Neugierig angetaucht als Freizeithobby, die Majestic heute. Die von Röhrenwürmern besetzten Knochen finden sich allerdings in der Vitrine eines Museums. Die Dreadnoughts fliehen, werden abgezogen. Otto Hersing, Retter der Dardanellen, der heroische Titel seiner bibliophilen Erinnerung. Doch die Schlachtschiffe wichen tatsächlich vor der U-Boot-Pest. Auch englische U-Boote sollten in diesem War Theater eine wichtige Rolle spielen. Die Admiralität stellte den englischen Kommandanten frei, durch die Enge der Dardanellen in das Marmara-Meer einzutauchen, um den türkischen Nachschub zu stören. Aber der Durchbruch gegen die starke Strömung unter Wasser aus dem Marmara-Meer hätte den Luftvorrat und die Akkumulatoren schnell erschöpft. Über Wasser wären die Submarines eine hervorragende Silhouette für türkische Küstenbatterien.
Auch warteten Netzsperren wie Angelkescher auf die Eisenfische. An der engsten Stelle bei Chanakale trennt etwa ein Kilometer Europa von Asien. Lieutenant Commodore Naismith schließlich war es, der zum britischen U-Boot Ass abtauchte. Sein Befehl, den wir hier auf Englisch zitieren wollen, he was ordered to run, amok in the sea of Marmara. Ihm gelang der Durchbruch sogar dreimal. Jedes Mal jagte er als Hecht im Marmara-Teich Kriegs- und Handelsschiffe, die sich allerdings oft, wie zu sehen ist, in einem erbarmungswürdigen Zustand befanden. Strenggläubig hält er Gottesdienste im Boot ab. Doch der U-Boot-Kämpfer ist von dieser Welt. Als ein Torpedo fehlt, aber noch an der Wasseroberfläche dümpelt, schwimmt Naismith ihm nach, entschärft ihn und steckt ihn wieder ins Lancierrohr zu neuer, unheilvoller Verrichtung. 56 kleine Segelboote, 15 Dampfer, 2 Kriegsschiffe von EL vernichtet im Marmara-Meer. Churchill enthusiastisch. The naval history of Britain contains no page more wonderful than the prowess of her submarines at the Dardanelles. Kaltblütig taucht Naismith vor der Galata Pier vor Istanbul, schießt sich durchs Periskop ein Erinnerungsfoto, schießt einen Torpedo, der als Kreisläufer herumzischt, um endlich ein Schiff zu beschädigen. Der Krieg, den sie führten, war ein uneingeschränkter, ohne jede politische Problematik, wie sie die Deutschen hatten. Es ist eben nicht dasselbe, wenn zwei das Gleiche tun. Auszüge aus dem Logbuch. Sank down loaded with melons. Er versenkte ein Segelschiff beladen mit Melonen. Captured down jettisoned cargo of bran. Der Kommandant ließ also Kleie über Bord werfen. Kriegswichtiges Nahrungsmittel für die türkischen Maultiere an der Front. Sein Highlight, das türkische Linienschiff Barbaros Hayreddin. Fünf Submarines gingen verloren, eines davon E-15. Ein besonderes Unglücksboot war das Sous-Marin Turquoise. Im Netz gefangen fanden sich in ihm die Rendezvous-Daten mit dem britischen E-20. UB-16 und Kommandant Heino von Heimburg waren die Vollstrecker dieses Todesurteils. Der Richtplatz, das Marmara-Meer. Es war nur noch ein mächtiger Ölfleck zu sehen, in dem sich schwarze Punkte zu bewegen schienen. Wie schwarze Fliegen, die in der Suppe herumkrabbeln. Von Heimburg, spezialisiert als U-Boot-Killer, hat aber auch 4 Kriegsschiffe vernichtet. Eines der kleinen Boote, wie das von Heimburg, wird 1993 nördlich von Istanbul am Ufer des Schwarzen Meeres ausgegraben. Das Minenlegerboot lief auf eine russische Mine, die von ausgezeichneter technischer Qualität war. Keine Überlebenden. Die U-Boote schlichen unter Wasser an und das Torpedorohr stieß eben Minen aus. Der britische Außenminister Lord Kitchener fiel einer deutschen U-Boot-Mine zum Opfer. Max Valentiner erlegt im Schwarzen Meer lediglich 12 russische Schiffe. Der ehrgeizige Schiffeversenker will zurück in die freie Jagd im Mittelmeer. Er reitet die Küstenformation ab, um sein Boot heil durch die Dardanellen zu bringen. Es war ein müder, trauriger Ritt. Das Schlachtfeld lag so unberührt. Überall lagen noch Leichen. Und so wehte ein Pesthauch, faulig. Schwarz glänzen die Leiber, wie mit Lack überzogen. Nur dann und wann ein blonder Schopf, Schotten, die hier gefallen waren. Die U-Boote zogen nicht ständig eine blutige Spur, erheiterndes Erholsames aus dem Arbeitsalltag der Besatzungen. Der erfolgreichste U-Boot-Kommandant war der Hugenottenspross Lothar Arnaud de la Perrière, das Mittelmeer sein Wasserreich. Zwischen den Fangschüssen lüftet man gern mal die Bettwäsche aus. Gern verproviantiert man sich aus der Ladung des Schlachtopfers. Mal Hühner, dann eingedoste Kalamari.
die Schiffbrüchigen, sie genießen das Bad in der offenen See. Ob sie Caretta Caretta zu Suppe verkochten, ist nicht bekannt. Die Todesboten rudern hinüber, schlagen Sprengpatronen an im Opfer. Vor der Zündung lässt de la Perrière nach wilder, bissiger Jagd diese Meerkatze herunterholen. Phipps fährt ein Jahr lang auf dem deutschen U-Boot. 90.000 Tonnen in 29 Tagen, hieß der Film, den die Ufer über diese Rekordfahrt drehte. Allenthalben zufriedene Mienen. Schiffe versenken scheint Spaß zu machen. Und so streicht unser Seeheld gerne in Lloyds Register Schiff um Schiff. Er ist noch heute der Bestkiller in der ewigen Hitliste des Schiffeversenkens. Number One mit 254 Schiffen. Plötzlich laufen 5 Torpedos auf sein Boot zu. Alle fehlen. Der 5. strandet über die Reling. Spuren der versuchten Rache eines Opfers. Ein torpedierter Dampfer versucht, das untergetauchte Boot mit in die Tiefe zu reißen. Große, aber lahme U-Boot-Kreuzer, stark bewaffnet, trugen den Krieg weit hinaus. Das Handels-U-Boot Deutschland im Hafen von Baltimore. Es kehrte mit wertvollen Rohstoffen zurück. Der sensibelste, unheimlichste Gegner, auch für die U-Boote, Minen. Mehr als 300.000 der gehörnten Sprengstoffkugeln wurden gelegt. Die Wasserbombe, eine englische Erfindung, war der blutige Arm, der in die Tiefe griff, um zu töten. Oder das verletzte Boot hochzuzwingen, das dann an der Oberfläche bang auf die Gnade des Gegners hoffte. Auch Flugzeuge verschossen Torpedos und warfen Wasserbomben auf Unterseeboote. Drahtloser Funkverkehr, erste Sonarortungstechniken. In der Rüstung der Ritter der Tiefe begann es zu knacken. Angeschwemmte Minen, ein Himmelfahrtsbergungskommando. Eine der bizarrsten Abwehrmaßnahmen im War Theater war ein Drama oder eine tödliche Posse mit dem Titel Wolf im Schafspelz oder Q-Ship. Sehen wir einen Ausschnitt. Here he comes. Das U-Boot wittert leichte Beute. Neutrale Flagge, Schuss vor den Bug. Prompt verlässt die Besatzung das Schiff. Panic Party, vom englischen Drehbuch genannt. Aber dann fallen die Blenden und das Geschütz des Jack in the Box fängt an zu ballern. Zehn deutsche U-Boote sind der Inszenierung erlegen. Man nehme einen schmuddligen Tremp-Dampfer und installiere versteckt Geschütze. Aber als die Besatzung von U-41 im Wasser treibend erscheint... Dampfer und installiere versteckt Geschütze. Aber als die Besatzung von U-41 im Wasser treibend erschossen wird, von den Männern der U-Boot-Falle Barrel Long, führen die Hans und die Beefs die Kontobücher der Kriegsgräuel. Völkerrechtswidrig, Versenkung des Passagierdampfers Arabic durch ein deutsches U-Boot. Völkerrechtswidrig, der Beschuss des englischen U-Bootes E-13, das in dänischen neutralen Gewässern auf Grund gelaufen war, durch deutsche Torpedoboote. Was dem Stier das rote Tuch, ist das rote Kreuz dem Hunnen. Nur deutsche Kommandanten haben berichtet, dass englische Hospitalschiffe als Truppentransporter missbraucht wurden. Aber hat ein deutscher Kommandant absichtlich Rettungsboote überfahren, um seinen Irrtum tödlich zu vertuschen? Bringt man sich in der Tiefe um, bevor man erstickt, ertrinkt? U-51 liegt auf 30 Meter Tiefe. Der Tod wartet hinter den Schotten. Abgeschossen von Lieutenant Varley, Submarine H-5. Das Lauern hat sich gelohnt, es gibt Kopfgeld. Bericht eines Todgeweihten aus der Tiefe.
Nach einer Stunde ging der Bordhund ein. Kurz darauf wurden alle krank. Nach 10 Stunden war die Hälfte der Leute tot. Nach 26 Stunden gelangen 3 an die Oberfläche. U-51 in zerfetztem Zustand. Im Januar 1917 ging die Jagd auf. Endlich der totale, uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Alles, was vor die Rohre kam, wurde beschossen. Jetzt wieder politisch genehmigt. Gewaltige Versenkungsziffern, allein im Mai 1917 eine 500.000 Schiffstonnage geschlachtet. Doch es war zu spät. Auch Amerika trat in den Krieg ein. In Geleitzügen zusammengefasst und beschützt, kamen die U-Boote nur noch selten an die fetten Handelsschiffe. Dieses Dokument schildert die ausdauernde Todeshatz auf ein deutsches U-Boot. Und der Kriegseintritt der USA brachte den Engländern das Schlaraffenmeer des Materialnachschubs. Das U-Boot, der Knüppel des armen Mannes, wurde nun selbst geknüppelt. 6.394 Handelsschiffe, 107 Kriegsschiffe zerstört. Von 345 U-Booten gingen 178 verloren. Der verbliebene Rest ging an die Sieger. Auslieferung der deutschen Boote. Als Waffe ungeschlagen. Sie empfanden Ohnmacht, Scham, Resignation, Empörung. Hätte man uns nur, hätten wir den Gegner geschlagen. 9. November 1918, weather being hazy. Wetter ziemlich stürmisch, See mit weißen Kämmen, wie Schimmel. Ausgezeichnete Bedingungen für einen U-Boot-Angriff. Her Majesty's Ship Britannia wird auf der Höhe von Kap Trafalgar torpediert. Welch symbolträchtiger Ort. Nelson schlug hier die spanisch-französische Flotte und bezahlte mit seinem Leben. Britannia erleidet einen sinnlosen Tod, kurz vor dem Waffenstillstand, durch das U-Boot UB-50. Die Gefallenen liegen nicht nur auf dem Meeresgrund, einige auch in malerischer, geschichtsträchtiger Kulisse. Leonardo da Vinci. Wieso ich mein Verfahren, unter Wasser zu bleiben, nicht beschreibe? Wegen der bösen Natur der Menschen, die sonst Morde auf dem Meeresgrunde begehen würden.